Herzlich willkommen bei diesem Horoskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Die Präzession bedeutet, dass unserem Sonnensystem bewegt sich auch durch den platonischen Jahr. Und diese Bewegung wird berücksichtigt bei dieser Berechnung. Aber nicht wundert man, ich sage, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden, es ist anderes als in einem westlichen Horoskop. Liebe Mariala, ich grüße dich, das ist dein Horoskop-Analyse. Und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Jetzt sind wir bei Teil 2. Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten diese 12 Lebensbereiche. Als erstes sehen wir hier ein Engel. Das ist dein persönlicher Schutzengel, weil in dem Tag, wo du geboren bist, herrschte diese Engel. Diese Engel heißt Haamiach und hat die Zahl 38. So beschreibt die Kabbala. Engel Haamiach ist Engel der Hoffnung, ist auch ein Schutzengel, Engel der Suchenden und begleitet uns in unserem spirituellen Weg. Dieser Engel ist Engel der Wunscherfüllung, Engel der Glückseligkeit und Zufriedenheit, bringt Schönheit, Frieden, Harmonie in unserem Leben, hilft uns, ungewöhnlichen Lebensumstände zu erleben oder Begegnungen, die ziemlich ungewöhnlich erscheinen, führt unseren Weg zur Wahrheit und erhöht Geheimnisse, schützt uns vor negativen Gedanken, vor negativen Menschen. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Steinbock in Osthorizont aufgestiegen und das ist dein Lagna oder dein Aszendent. Ich setze Steinbock hier zum ersten Lebensbereich. Die Tierkreiszeichen Steinbock gehört zum Erdeelement. Das hat mit Realität, mit Bodenständigkeit etwas zu tun und das beeinflusst deine Persönlichkeit, so bist du auch wahrgenommen. Diese Steinbock-Energie begleitet dich von Geburt bis zu deinem Lebensende. Die Stärke der Tierkreiszeichen Steinbock wie ein Stück Paradies, diese Erde, dieser Zustand. Wie erleben wir diesen paradiesischen Zustand, wenn wir Ziele haben? Und genau das zeigt die Tierkreiszeichen Steinbock. Ziele setzen, hohe Ziele, hohe Ideale. Und die Steinbock zeigt, das ist auch erreichbar. Und Steinbock zeigt diese Konzentration, Geduld und Ausdauer, die Ziele nicht aus dem Auge verlieren. In jungen Jahren wirkt Steinbock eher eingeschränkt, auch ernsthaft. Also da ist eine gewisse Härte. Und das hast du erlebt in deiner früheren Kindheit. Aber im zweiten Lebenshälfte
erlebst du die Steinbock-Energie als sehr unterstützend, weil auf die Kraft kannst du bauen und kannst deine Ziele erreichen. Die zweite Lebensbereich hat mit Werten, Selbstwertgefühl und Finanzen etwas zu tun. Energetisch hängt es auch zusammen. In diesem Lebensbereich hast du die Tierkreiszeichen Wassermann. Die Tierkreiszeichen Wassermann gehört zum Luftelement. Das schenkt dir eine gewisse Leichtigkeit. Luftelement hat auch mit Gedanken etwas zu tun. Und hier ist für dich sehr wichtig, auf dein Selbstwertgefühl achten. Und Wassermann zeigt dir etwas. Der Wassermann geboren, und du bist auch sogar in Tierkreiszeichen Wassermann geboren, sie fühlen sich außergewöhnlich, einzigartig. Und wenn du das verinnerlichen kannst, dass deine Werte entspricht ist und hast du dieses Selbstwertgefühl, dann verbessert sich sogar deine Finanzen. Und das kannst du so vorstellen. Die Steinbock hat hohe Ziele, hohe Ideale, hat die Kraft, diese Ziele erreichen. Aber ein Steinbock weiß, das ist nicht Zuckerschlecken, das geht nicht so einfach. Dieser Weg kann auch steinig sein, aber Steinbock klettert hoch bis zum Spitze des Berges. Dann folgt die Tierkreiszeichen Wassermann. Und die Tierkreiszeichen Wassermann geboren haben dieses Geburtsrecht, dieses Privileg, oben zu sein. Und so fühlen sie sich auch. Ich bin schon da angekommen. Und von oben, von Spitze des Berges, haben einen Adlerblick. Und so können wir in die Weite schauen. Haben auch eine Ahnung, was kommt. Und durch dieses Luftelement, was die Gedanken auch beeinflusst, natürlich auch Ideenreichtum. Und das hast du gerade in diesem Bereich, wo das um Reichtum, um die Werte auch geht. Die dritte Lebensbereich hat mit Schule etwas zu tun in früheren Jahren, aber auch die Geschwister gehört auch zu diesem Lebensbereich. Geschwister, Verwandten und Austausch, Kommunikation, Wissen aneignen, Wissen vermitteln. Und hier handelt es sich auch um Konkurrenz. In Kindheit sind das die Geschwister, später im Berufsleben zeigt sich auch eine gewisse Konkurrenz in diesem Bereich. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Fischen. Die Tierkreiszeichen Fischen gehört zum Wasserelement und das hat mit unseren Gefühlen was zu tun. Du fühlst es auch, diese Konkurrenz. Und hier muss ich beschreiben diesen Sternbild, weil das besteht aus zwei Fischen. Auch dieses Sternbild, die südlichen Fisch und den nördlichen Fisch. Die eine Fisch, die eine Richtung ist die Angst, Zweifel, Schuldgefühl, manchmal sogar Ohnmacht, dass es nichts vorangeht, das blockiert. Die andere Richtung ist ein Traum. Und dieser Traum kommt von Neptun-Einfluss. Neptun herrscht auch über den Tierkreiszeichen Fischen. Und hier entsteht eine Vision. Das sind die Wünsche, die Sehnsüchte, die Träume. Dieser Engel ist der Engel der Wünsche. Nicht umsonst hast du als Schutzengel. Aber wichtig ist in diesem Wunsch, in diesem Traum Glauben und das Vertrauen
und dann loslassen, geschehen lassen. Und dann erlebst du Folgendes. Das kommt in Bewegung. Und das ist dieses Vertrauen, das Fluss, Vertrauen, das Fluss des Lebens. Und das, was deine Geschwister dir spiegeln. Später natürlich auch andere Menschen, das ist die Konkurrenz. Jetzt sind wir in dem tiefsten Punkt des Horoskopes und das ist die Basis, die Fundament. Ich vergleiche das mit einem Baum, dann könnte ich sagen, hier ist die Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir uns verwurzelt. Und das sind unsere Ahnen, unsere Traditionen, unsere Vorfahren und unserem Zuhause. In diesem Lebensbereich hast du den Tierkreiszeichen wieder. Die Tierkreiszeichen wieder zeigt hier diese Kampfbereitschaft und das kann natürlich bedeuten, dass im häuslichen Bereich immer wieder dich durchsetzen musst. Oder kann auch bedeuten, dass du deinen Platz, wo du dich sicher fühlst im Leben, musst du immer erkämpfen. Wenn das um wohnliche Situation handelt, kann diese Widerenergie auch bedeuten, dass du öfters umziehst und hast du immer wieder mal einen Neuanfang. Die fünften Lebensbereiche sind die Kinder. Deine eigenen Kinder später, deine Enkelkinder. Aber das bedeutet auch unsere eigenen Kindheit, unserem inneren Kind. Und von Kindern können wir sehr viel lernen. Die Kinder zeigen uns etwas Wertvolles, dass wir viele Dinge im Leben spielerisch betrachten sollen. Und wir müssen nicht immer wieder alles überprüfen und kontrollieren und Druck machen, sondern etwas mal schöpferisch gestalten und das Leben genießen. Das, was wir von Kindern lernen, und in diesem Lebensbereich hast du die Tierkreiszeichen Stier. Die Stier hilft dir dabei, weil die Stier genießt das Leben. Das ist wundervoll. Die sechsten Lebensbereich ist die Arbeit, die Pflichten und die Gesundheit. In diesem Lebensbereich hast du die Tierkreiszeichen Zwillinge. Hier brauchst du Leichtigkeit, das Spielerische und das bedeutet auch immer wieder mal Veränderungen im beruflichen Leben. Und was für dich sehr, sehr wichtig ist, die Kommunikation, Austausch, Wissen, die Neugier, die Kommunikation, das könnte für dich ein Bereich sein, wo du dich beruflich dich entfalten kannst. Wenn du betrachtest dein Aszendent, dein Geburtsmoment, den ersten Atemzug, dann kannst du erkennen, das Gegenüber ist ein Spiegel und das ist ein Spiegelblick. Und in dem Moment, wo wir geboren sind, schauen wir sogar in diesen Spiegel und da erscheint etwas. Wir sehen in diesem Spiegel unseren Seelenpartner. Und die Kinder haben noch diese Erinnerungen, etwa bis dritte Lebensjahr. Und dann ist das alles im Unbewussten, dann ist uns das gar nicht bewusst. Aber unsere Seele erinnert daran. Und diesem Tor öffnet sich die Partnerschaft und hier hast du die Tierkreiszeichen Krebs. Natürlich spiegelt dir etwas über deinen Seelenpartner. Der muss feinfühlig sein, familiär sein. Und du bist auf die Suche nach ein Nest, ein Zuhause. Und das möchtest du mit deinem Partner erleben und genießen. Dann sind wir bei achten Lebensbereich. Und es ist gar nicht einfach
zu beschreiben. Hier wirkt Pluto-Energie. Und so wie Pluto ist auch nicht leicht zum Erklären, so ist auch diesem Lebensbereich. Pluto herrscht über den Tod. Natürlich handelt hier auch um Erbschaften, Todesfälle. Das gehört auch zum Leben. Aber diese Pluto-Energie und diesem Lebensbereich Tod hat mit Tod in Wirklichkeit gar nichts zu tun, sondern das ist die Energie, das Leben erhalten bleiben. Es klingt erstmal widersprüchlich, aber das sind Erkenntnisse. Wir können das Leben erhalten bleiben, wenn wir etwas aufgeben können oder etwas loslassen können. Es muss immer wieder etwas absterben, damit das weitergeht und dadurch etwas Neues entstehen kann. Und das, was Pluto uns vermittelt. Pluto hat sich verliebt an Persephone. Und Persephone zeigt die Jahreszeiten. Halbes Jahr ist bei uns, bei ihrer Mutter Demeter, auf die Erde und sorgt für die Natur, die Frühling, Sommer und Herbst, die Ernte. Und dann verlässt Persephone und kehrt zurück zum Pluto in sein Reich und die Natur ruht sich. Und dann kommt das ist das Kreislauf des Lebens. Und dann sind wir wieder bei Plutos Reich. Oder wenn wir einen Tiefschlaf haben, sind wir auch im Reich Pluto. Dann sind wir nicht im Bewusstsein, sondern im vollen Unbewusstsein. Und genau bei diesem Tiefschlaf kann unserem Körper regenerieren, und wir haben einen erholsamen Schlaf und dann können wir den nächsten Tag mit frischer Kraft beginnen. Nicht nur das zählt zum Plutos Reich, sondern auch die Sexualität. Weil die Sexualität brauchen wir, das Leben erhalten. Ohne Sexualität würde das gar nicht geben. Es ist alle Pluto-Energie und das ist das Kreislauf, das ist die Transformation, das ist dieser Prozess, die Notwendigkeit, das Loslassen. Und hier ist auch Loslassen von Angst. Das Loslassen bedeutet nicht, dass wir von allem verabschieden sollen, sondern hier ist eher unseren Gefühlen gemeint. Angst, Zweifel, Schuldgefühl, all diesen Gefühlen loslassen. Weil das ist Gift für uns und blockiert uns auch. Und dieser ganze Prozess ist hier in diesem Bereich und da hast du die Löwe-Energie. Und dieser Prozess zeigt dir, dein Leben zu beherrschen. Löwe herrscht. Über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht auch die Sonne. Und Sonne symbolisiert unserem Selbst und steht in Verbindung zu unserem Herz. Und so kannst du dein Selbst stärken, im Glanz zu bringen wie die Sonnenenergie, wenn du diesen Prozess durchmachst oder das dir bewusst ist. Der neunte Lebensbereich hat mit Reisen etwas zu tun. Auch Auslands, Urlaub oder im Ausland zu leben oder Auslandskontakte oder Fremdsprachen. Aber in diesem Lebensbereich gehört auch das Hören Bildung
und gehört auch einer inneren Reise, und das ist die Spiritualität. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Jungfrau. Die Jungfrau ermöglicht dir, die Zusammenhänge des Lebens zu erkennen. Weil Jungfrau zeigt uns das Wissen. Und die Jungfrau analysiert das ganz genau. Und mit dieser Jungfrau-Energie natürlich ist ein Vorteil bei Bildung. Jungfrau unterstützt dich dabei. Dann sind wir hier im höchsten Punkt des Horoskopes, und das ist die Krone des Baumes. Das ist das Höchste, was man erreichen kann. Zeigt auch, wie wir unsere Ziele erreichen können. Und hier in diesem Bereich liegt unsere Berufung. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Waage. Über die Tierkreiszeichen Waage herrscht Venus. Alle Berufsrichtungen, was mit Venus Energie was zu tun hat, eignet sich ganz gut für dich. Alles, was mit Schönheit was zu tun, mit Kreativität was zu tun und auch Selbstständigkeit, das wäre für dich die passende Richtung, deine Berufung zum Leben. Die 11. Lebensbereich sind die Wünsche, die Hoffnungen, die Wünsche, aber auch Freundschaften, soziale Kontakte. Hier hast du die Tierkreiszeichen Skorpion. Die Tierkreiszeichen Skorpion hat eine Ähnlichkeit mit dieser Pluto-Energie hier, weil das zeigt auch diese Transformation. Und du kannst deine Ziele erreichen, deine Wünsche leben, wenn du diesen Prozess dich einlässt. Hier handelt es sich um Gefühle, weil die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement und Wasserelement hat immer mit Gefühlen was zu tun. Aber die Skorpion kennt auch die Tiefe, die tiefen Gefühle. Natürlich sind da sehr viele Geheimnisse verborgen und es ist sehr geheimnisvoll, aber zeigt auch oft die Angst. Und die Skorpion hat die Kraft, da nicht festzuhalten, weil über die Tierkreiszeichen Skorpion herrscht Mars und auch Pluto und beide bedeutet Kraft. Also eine sehr kraftvolle Zeichen hier. Und mit dieser Kraft kannst du das alles überwinden, loslassen, diesem Gefühlszustand. Und dann steigt die Energie nach oben. Das ist hier eigentlich die Kundalini-Energie. Das wird hier gezeigt. Und die Kundalini-Energie besteht aus zwei Schlangen. Die eine Schlange zieht die Energie nach unten. Das ist Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Eifersucht. All das ist blockiert. Und hier ist die Kraft bei Skorpion davon zu trennen, damit die Energie nach oben steigen kann wie Phönix aus der Asche. Und das ist andere Art von Gefühlen, Begeisterung, Dankbarkeit, Hingabe, Liebe. Und mit diesem, sage ich mal, göttlichen Energie hast du die schöpferische Kraft in dir. Und diese Skorpion-Energie hilft dir, deine Wünsche zu erreichen. Jetzt sind wir bei 12. Lebensbereich und hier sind die tiefen Geheimnisse des Lebens, auch karmischen Themen. Hier sind in unserer Psyche auch, sind auch die Ursache von Erkrankungen, liegt auch von Gesundheit gegenüber, die spiegeln auch etwas. Und diesen Bereich hast du die Tierkreiszeichen Schütze. Die Tierkreiszeichen Schütze zeigt
etwas. Und das ist dieser Pfeil, dieser Bogen. Und zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und energetisch in diesem Bereich sind unsere Wünsche. Und weil hier karmische Themen hast, bedeutet, das wurde in früheren Leben auch gezeigt. Und weil du deine Wünsche nicht vorstellen könntest, dass dir das zusteht, oder hast daran nicht geglaubt, oder du hast es nicht zugetraut, dann hast du die gleichen Themen wieder. Und jetzt lernst aber mit Skorpion-Energie diese Kraft zeigen, dass du Angst, Zweifel, vor allem hier handelt es sich auch um, ich zweifle an mir selbst, ich zweifle an meinen Vorstellungen, Wünsche, Träume, dass dieses Zweifel überwinden kannst und dann steigt die Energie nach oben. Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Hier im zweiten Lebensbereich, wo das um deinen Selbstwertgefühl steht, steht aber auch Werte, das im Besitz zu nehmen, was dir wertvoll ist. Und hier handelt es sich auch um Finanzen. Mond befindet sich auch im Wassermann. Und das bedeutet, du bist kurz nach diesem exakten Neumond geboren. Ein Neumond bedeutet, dass die beiden Lichter, Sonne und Mond, im selben Tierkreis zeichnen und sogar im selben Gradzahl stehen. Und ein Neumond ist für uns Mond unsichtbar. Warum? Weil der Mond hat kein Licht. Mond empfängt den Licht von der Sonne und reflektiert uns weiter. Und wenn die beiden Lichter so wie hier sich treffen, dann kann die Sonne den Mond nicht beleuchten und für uns ist Mond unsichtbar. Hat aber für uns eine wichtige Bedeutung, für dich persönlich, weil du bist ein Kind davon, also eine Neumondposition hat immer einen großen Einfluss auf dein Leben, das ist der Rückzug. Nach innen schauen und die Licht an unserem Inneren finden. Und da hast du mehr Klarheit über dir selbst, hast du mehr Klarheit, welche Schritte sollst du tun, mehr Klarheit über deine Feinde zum Beispiel erkennen, aber mehr Klarheit auch über deine Freunde, dass du mehr einordnen kannst. Mars befindet sich auch in Wassermann und das ist deine Kraft. Deine Kraft fließt in diese Richtung, zu deinen Werten zu stehen, später auch um deine Finanzen zu kümmern. Später meine ich, im Kindheit zu deinen Werten stehen, später als Erwachsene natürlich auch um die Finanzen kümmern. Mars bedeutet auch der männlichen Person, der Mann, und braucht auch diese Eigenschaft. Einmal hier die Krebseigenschaft, weil das öffnet sich den Tor zu deiner Partnerschaft, aber dazu kommt noch die Wassermann-Eigenschaft. Gefühlsvoll, familiär, feinfühlig, aber auch Wertschätzung geben, das wäre der zweite Lebensbereich. Und mit Wassermann, dieser Mann soll außergewöhnlich sein, kein Durchschnittmensch und immer in Bewegung sein mit seinen Ideen. Also immer wieder neue Ideen auch in Beziehung bringen. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock.
Merkur steht in dein Horoskop exakt auf dein Aszendent und das beeinflusst schon deine Persönlichkeit. Eine sehr interessante Mischung. Über die Tierkreiszeichen Steinbock herrscht Saturn. Und Saturn steht für älteren Personen. Saturn möchte die Traditionen auch bewahren. Und Merkur steht für Jugend. Und weil die beiden beeinflussen dein Aussehen, beeinflussen deine Persönlichkeit auch, durch die Merkur-Energie hast du das jugendliche Aussehen, diese jugendliche Ausstrahlung und durch die Saturn-Einfluss, was auch dein Aussehen, deine Persönlichkeit auch prägt, dann zeigst du aber eine gewisse Reife, dass du auch weise bist, eine gewisse Ernsthaftigkeit. Merkur hier in diesem Bereich zeigt auch, dass die Menschen gerne mit dir unterhalten und zeigt auch dein Wissen, deine Intelligenz. Wobei im jungen Jahren Merkur fühlt sich im Steinbock nicht so wohl, wenn es um Schule geht, etwas zum Lernen, weil Steinbock ist die Strenge. Und in jungen Jahren, in die Schule, das mag man nicht, diese Strenge. Und das ist natürlich in die Schulzeit erschwert ein bisschen. Später hast du aber damit einen Vorteil, weil da kannst du auf dein Wissen aufbauen. Jupiter zeigt deine Größe. Jupiter vertritt auch die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung und vertritt auch die Gerechtigkeit und öffnet unseren Augen auf die Ungerechtigkeiten. Und Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen und hier mit deinen Geschwistern erlebst diese Ungerechtigkeiten und möchtest deine eigene Größe vermitteln. Venus ist der Planet der Liebe, vermittelt aber auch Kunst, Kreativität, Schönheit und Harmonie. Es ist eine weibliche Energie und zeigt dich als Frau. Venus ist auch in Fischen. Und hier bei Geschwistern, wo auch um Ungerechtigkeit handelt, spielt natürlich die Venus-Energie eine Rolle. Das kann auch Schwester bedeuten, weiblich. Oder eine gewisse Konkurrenz wegen des Aussehens. Wer ist die Schönere? Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Und der zweite Lebensbereich ist für dich sehr wichtig. Sonne ist im Wassermann, Mond ist im Wassermann, Mars ist im Wassermann, Saturn ist auch im Wassermann. Also sehr viel Energie fließt auf dem zweiten Lebensbereich. Dazu noch, dass Saturn belehrt. Das ist der große Lehrmeister. Hier hast du Lernaufgabe zu deinen Werten stehen. Und nicht nur aus diesem Grund ist das enorm wichtig für dich, diesem Lebensbereich, sondern du hast Aszendent Steinbock. Und über die Tierkreiszeichen Steinbock herrscht Saturn. Und dort, wo Saturn im Horoskop befindet, weil Saturn ist die Herrscherplanet über Steinbock, über deine Persönlichkeit,
Also zeigt die Saturn-Position den Lebensbereich, was für dich, für dein Leben sehr wichtig ist. Und das ist die zweite Lebensbereich. Damit ändert sich die persönlichen Planeten. Die indische Astrologie arbeitet nur bis Saturn. Die äußeren Planeten wie Uranus, Neptun und Pluto wird gar nicht berücksichtigt. Höchstens in eine moderne astrologische Richtung, dann wird das noch dazu genommen. Aber ich habe die Ausbildung in westlichen Astrologie und natürlich da gehört Uranus, Neptun und Pluto dazu. Und da möchte ich auch nicht verzichten auf diesen äußeren Planeten, also ich nehme das dazu. Uranus befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe und ist rückläufig. Hier kommt bei dir Veränderung und das ist diese Transformation und Wandlung. Und die Rückläufigkeit von Uranus bedeutet karmischen Themen. Neptun zeigt die Träume. Wie kannst du deine Träume verwirklichen? Neptun lässt sich auch inspirieren. Die Künstler brauchen unbedingt diese Neptun-Energie. Das ist die Intuition und Inspiration. Und das hast du in Tierkreiszeichen Waage. Und damit kannst du deine Berufung leben. Das ist eindeutig Kunst. Du könntest aber durch dein Wissen auch im spirituellen Bereich auch deine Berufung leben. Pluto ist auch rückläufig, zeigt auch karmische Themen und Pluto ist auch im Löwe. Und Pluto kennt sich hier aus, weil das ist die Pluto-Energie hier. Das ist die Transformation, das Leben erhalten und das zeigt auch die inneren Kraft. In indischen Astrologie gibt es auch Mondhäuser, was nichts anderes ist als die Tagesbewegung des Mondes. Die Strecke, was der Mond hinter sich lässt. Und so wird die ganze 12 Tierkreiszeichen nochmal unterteilt. Diese 12 Lebensbereiche, 12 Tierkreiszeichen, das ist die Sonnenbewegung. Und bei Mondhaus ist die Mondbewegung. Dein Aszendent ist Steinbock. Und steht in ein Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Uttarashada und bedeutet, und das wird dir vermittelt in dein Lebensweg, höheren Wünschen, Vorstellungen. Das begleitet dein Lebensweg. Du wirst mit Höhen und Tiefen gehen, aber siegt das Gute. Du erreichst deine Ziele, lebst auch deine Vorstellung. Sonne hier im Wassermann befindet sich in ein Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Tanishta. Nicht nur Sonne befindet sich in diesem Mondhaus, sondern auch Mars im selben Mondhaus, Saturn auch im selben Mondhaus. Alle sind im Mondhaus Tanishta. Also ich wiederhole, Sonne, Mars und Saturn im selben Mondhaus. Und dieser Mondhaus heißt Grenzgebiet. So heißt das übersetzt. Und dieses Grenzgebiet ist nichts anderes als der Übergang von Steinbock auf Wassermann. Die Energie ist in verschiedenen Richtungen, aber die Energie ist das Gleiche.
Die Steinbock möchte ein Stück Paradies auf die Erde. Die Träume, die Vorstellungen zum Leben, das als Ziel setzen, das verwirklichen und das in Realität erleben, im Taten. Es ist Erde-Element, hat mit Realität was zu tun. Das heißt, die Steinbock holt die Sterne auf die Erde. Und Wassermann schaut ins Himmel hoch, von unten nach oben. Und da kommen die Gedanken, die Ideenreichtum. Und das ist hier eine gewisse Mischung. Und dieser Mondhaus ist dieser Grenzgebiet und dieser Grenzgebiet zeigt dir, du kennst beide Seiten. Du kannst nach oben schauen und kommst zu außergewöhnlichen Ideen. Und du hast die Fähigkeit, diese Ideen im Tat umsetzen, wenn du das als Ziel setzt. Mond befindet sich im Wassermann, aber in einem anderen Mondhaus. Und dieses Mondhaus heißt Shatabisha. Übersetzt bedeutet das 100 Ängste, 100 Glück. In diesem Bereich, in dieser Strecke, wo die Mond sich bewegt, sind sehr, sehr viele Glückssterne. Und dieser Glück ist erreichbar. Hier in Finanzen kann sogar bedeuten, dass du Geld gewinnst. Diese Gewinnchancen, dieser Glück steht zu dir zu. Aber diese 100 Angst bedeutet, wenn du dabei Angst verspürst, die Angst blockiert das. Erst die Ängste überwinden oder Zweifel und dann erlebst du, wie sich das alles öffnet und hast du Glück. Merkur im Steinbock befindet sich in ein Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Shravana. Übersetzt heißt das Adler, aber wird auch als Hören auch bezeichnet. Das Hören bedeutet hier bei diesem Mondhaus nach innen, die innere Stimme hören. Das ist damit gemeint. Und dieser Adler hat auch eine Bedeutung, etwas mit Adleraugen betrachten. Und da hast du die Merkur-Energie und das ist dein Wissen. Und das heißt, du schaust das von oben ab. Du hast andere Einblick, du erkennst die Zusammenhänge. Und weil du diesen Weitblick hast, dann kommst du zum großartigen Ideen, was andere gar nicht sehen. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen und dieses Mondhaus heißt Revati und das ist die letzte Mondhaus und bedeutet etwas in krönenden Abschluss bringen, angekommen zu sein. Und hier ist wichtig, dich zu behaupten, auch bei Konkurrenzen, auch bei Geschwistern, dass du da ankommst. Venus befindet sich auch in Tierkreiszeichen Fischen, aber in einem anderen Mondhaus. Und dieses Mondhaus heißt Uttarapadra. Und heißt geben und nehmen im Gleichgewicht halten, Gefühlen, Gedanken reinigen und von Angst loslassen. Immerhin sind die Sternbilder wirksam hier in diesem Bereich. Und das ist das Sternbild Pegasus, Perseus, Andromeda,
Das sind genau in diesem Bereich, wo Fischen und Widder befindet. Und dazu erzähle ich die mythologische Geschichte von den klassischen griechischen Mythologie, weil in diesem Bereich erlebst du das. Das sind zwar mehrere Sternbilder, aber das hängt alles zusammen. Es gab eine Königin, Name Cassiopeia. Cassiopeia prahlte überall, ihre Tochter Andromeda sei die schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Die Meeresjungfrauen haben sich auch beschwert bei Gott des Meeres, Poseidon. Und Poseidon schickte dann einen Walfisch im Königreich, die Prahlen der Königin bestrafen. Dieser Walfisch, dieser Seeungeheuer, kam auch an und dachte, ja, warum sollte ich das machen, was Poseidon sagt? Er sieht sowieso nicht, was ich mache. Dann nahm lieber die schöne Königstochter und fesselte in einen Felsen. Bis dann Perseus kam und Perseus befreite Andromeda. Die beiden haben sich auch verliebt. Und Perseus tötete Medusa. Medusa war in die Nähe von Andromeda mit ihren Schlangenhaaren und die Geschichte erzählte, der jede, wo Medusa erblickt, hat Angst und fühlt sich an wie Stein. Perseus tötete Medusa und im Moment wurde Pegasus geboren von Mutterleib. Mutter war Medusa und von dieser Mutterleib wurde Pegasus geboren. Pegasus ist ein Pferd, ein weißes Pferd mit Flügel und kann fliegen. Und mit diesem geflügelten Pferd sind die beiden Liebenden davon geflogen. Und die ganze Geschichte erzählt, wie wichtig das ist, die Angst trennen mit einem Schwung. Und hier in diesem Bereich kann Blockade entstehen, wenn du immer diese Angst verspürst. Angst gegen Konkurrenten, gegen deine Geschwister. Und die Venus-Energie hier bei diesem Mondhaus Uttarapatra sagt, bereinige deinen Gedanken, deinen Gefühlen, befreie dich von Angst. Uranus und Pluto im Löwe im selben Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Purva Palguna und dieser Purva Palguna bedeutet, etwas passierte früher und du begegnest du nochmal mit dem gleichen Situation oder dem gleichen Thema und das sollst du jetzt vollenden. Ich könnte sagen, von dieser Karma befreien. Ist nicht nur dieser Mondhaus, was das erzählt, sondern auch die Wandlung hier. Und nicht vergessen, Uranus ist rückläufig, Pluto ist rückläufig. Beide zeigen karmische Themen. Und dieser Mondhaus, etwas war früher, im Gegenwart erlebst du das nochmal und dann sollst du das vollenden und dann loslassen. Neptun hier im höchsten Punkt des Horoskopes im Waage befindet sich in ein Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Vishaka. Vishaka ist eine Feuergöttin und diese Feuergöttin ist heilig. Das ist die heilige Feuer im Tempel. Und das hat eine reinigende Wirkung. Vishaka verbrennt alles, was im Weg steht. Natürlich ist das nicht die zerstörerische Kraft gemeint, sondern das ist auch eine Art Transformation. Angst loslassen, Zweifel loslassen, auch Kontakte, was störend sind. Alles aus dem Weg räumen, verbrennen, damit wir diese heilige Feuer bleiben in diesem reinigenden Energie.
Jetzt noch die Verbindungen, weil Sonne, Mond, Planeten kommunizieren miteinander. Das ist wie ein Netzwerk, die verbinden sie sich. Merkur und Venus steht in einer schönen Verbindung. Das ist deine Weiblichkeit. Merkur in dein Aszendent beeinflusst dein Aussehen. Merkur zeigt die jugendliche Aussehen und Ausstrahlung. Dann kommt dieser schöne Venus-Einfluss dazu. Das ist deine Weiblichkeit, deine Anziehungskraft, deine Schönheit. Neptun und Jupiter stehen in einer Verbindung. Jupiter mit Neptun verbindet sich und diese nennt man Aspekt, nennt man das, das ist ein Quinkungsaspekt. Es ist gar nicht einfach, das zu verdeutlichen, aber wenn du das verstehst, dann weißt du, warum du immer wieder zweifelst. Bei Jupiter handelt es sich um Gerechtigkeit oder handelt es sich um Ungerechtigkeiten. Das erlebst du in Kindheit mit deinen Geschwistern. Später hier im Berufsleben entsteht eine gewisse Konkurrenz. Und Neptun zeigt auch die Enttäuschungen. Und dieser Quinkungsaspekt kann ich so erklären. Stell dir vor dir ist ein Pendel und dieser Pendel ist unbeweglich. Und jemand fragt dich, in welche Richtung wird dieser Pendel ausschlagen? Wird er überhaupt ausschlagen oder bleibt stehen? Wie könntest du diese Frage beantworten? Du würdest sagen, ich weiß es nicht. Das kann so in die Richtung ausschlagen, das kann aber in andere Richtung ausschlagen. Das kann sogar sein, dass dieser Pendel unbeweglich bleibt. Das weiß ich alles nicht. Und diese Unsicherheit verspürst bei dieser Verbindung. Es handelt sich um Geschwister, Konkurrenzen und die beruflichen Umfeld. Und da entsteht diese inneren Unsicherheit, weil du weißt nicht, wird das wieder eine Ungerechtigkeit passieren und fühle ich mich verletzt oder geht das gut aus? Das weißt du alles nicht. Weil du kannst das nicht einschätzen. Und diese Ungewissheit, dieser Pendel, das hast du in deinem Inneren. So wie ich gefragt habe, in welche Richtung bewegt sich, du würdest sagen, ich weiß es nicht. Genau so hast du die Verbindungen zu deinen Geschwistern und Kontakte im Arbeitsplatz, wo du gar nicht einschätzen kannst. Und das entspricht deinen inneren Gefühlen. Und hier kannst du nur eins tun, diese Unsicherheit überwinden und sagen, das ist mir egal. Ich bin davon unabhängig, trenne von diesem Gefühl. Wenn Ungerechtigkeit passiert, dann denk Folgendes, es gibt die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung, alles, was die ausstrahlen, kommt auf die alle zurück. Und dann loslassen. Das ist dann nicht deine Angelegenheit, muss niemand bestrafen. Sie selbst lösen das aus. Und dann bist du nicht so unsicher. Weil diese Verbindung kann Unsicherheit auslösen. Sonne, Mond, Mars, Saturn, alle vier hier haben einen wunderbaren Einfluss auf dein Aszendent. Das ist eine Unterstützung, das kommt auch von Nähe.
Und all das hilft dabei, deinen Gefühlen zum Leben, dein Selbstleben, dich durchsetzen im Leben. Aber hier hast du eine Lernaufgabe, vorausgesetzt ist, dass du mit deinen Werten bewusst bist und hast hier diese Auftreten, dieses Selbstbewusstsein. Liebe Mariala, das war diese Geburtshoroskop-Analyse. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.